Volk, der Hauptfeind des Volkes. Wir wissen's. Lass sie uns umbringen. Sie können die Konferenz selbst machen. Stimmt das? Kein Geschwätz mehr darüber. Wir wollen es tun. Fort! Noch ein Wort, meine guten Bürger. Wir werden für die armen Bürger gehalten. Die Patrizier für die Guten. Das, wovon der Adel schwelgt, würde uns nähren. Geben Sie uns nur das Überflüssige, ehe es verdirbt. So könnten wir glauben, Sie nähren uns auf menschliche Weise. Aber Sie denken, so viel sind wir nicht wert. Der Hunger, der uns ausmergelt, der Anblick unseres Elends, ist gleichsam ein Verzeichnis, in welchem postenweise Überfluss aufgeführt wird. Unser Leiden ist Ihnen ein Gewinn. Dies wollen wir mit unseren Spießen! Ihr müsst selbst zu Spießgärten werden! Denn das wissen die Götter! Wir reden so aus Hunger nach Brot und nicht aus Durst nach Rache! Wollt ihr besonders auf den Caius Martius losgehen? Auf ihn zuerst! Er ist ein Hund gegen das Volk! Bedenkt ihr auch, welche Dienste er dem Vaterland getan hat? Sehr wohl! Und man könnte noch recht herzlich dafür loben. Aber er belohnt sich selbst dafür, dass er so stolz ist. Nein, rede nicht so boshaft. Ich sage euch, was er rühmlich getan hat, tat er nur deshalb. Wenn auch zu gewissenhafte Menschen zu billig sind. Sie sagen, es war für ihr Vaterland. Er tat es doch nur, um seiner Mutter eine Freude zu machen. Und um sie stolz zu machen. Denn sein Stolz ist ebenso groß wie sein Verdienst. Aufs Kapitol. Dass er seine Natur nicht verändern kann, das rechnet ihr ihm als Laster an. Aufs Kapitol. Der dürfte wenigstens nicht sagen, dass er habsüchtig ist. Aufs Kapitol. Wenn ich das auch nicht darf, werden mir doch die Anklagen nicht ausgehen. Er hat so viele Fehler, dass die Aufsicht ermüdet. Die ganze Stadt ist in Aufsicht. Aufs Kapitol! Wir warten! Volumnia. Die würdige Millionär Agrippa. Eine, die das Volk immer geliebt hat. Die ist noch ehrlich genug. Wären nur die übrigen alle so. Was habt ihr vor, Landsleute? Wohin geht ihr? Mit Stangen und Knüppeln. Sprecht, was gibt's? Ich bitte euch. Unsere Sache ist im Senat bereits bekannt. Sie wissen erst seit 14 Tagen, was wir vorhaben. Und das wollen wir nun durch Taten zeigen. Sie sagen, arme Leute haben einen schlimmen Atem. Sie sollen erfahren, dass wir auch schlimme Arme haben. Aufs Kapitol! Aufs Kapitol! Aufs Kapitol! Hey Leute! Gute Freunde und liebe Nachbarn, wollt ihr euch selbst zugrunde richten? Nicht möglich. Wir sind schon zugrunde gerichtet. Ich sag euch, Freunde, es sorgt mit wahrer Liebe für euch der Adel, eure Not betreffend. Wegen der Teuerung könntet ihr ebenso gut dem Himmel mit Stangen und Knüppeln drohen, als sie gegen den Staat von Rom zu schwingen. Die Götter machten diese Teuerung. Nicht die Patrizier, gebeugte Knie, nicht Arme müssen helfen. Durch das Elend werdet ihr verlockt, dahin, wo größeres Elend euch umfängt. Ihr lästert gegen Roms Lenker, die wie Mütter und Väter für euch sorgen. Und ihr befeindet sie verflucht. Für uns sorgen? Nun wahrhaftig, sie sorgt noch nie für uns. Uns verhungern lassen und ihre Vorratshäuser sind vollgestopft mit Korn. Verordnungen machen gegen den Wucher, um die Wucherer zu unterstützen. Täglich irgendein heilsames Gesetz gegen die Reichen widerrufen. Und täglich schärfere Verordnungen ersinnen. Die Armen zu fesseln und einzuzwängen, wenn der Krieg uns nicht aufrisst. Du siehst, das ist ihre ganze Liebe für uns. Ich erzähle euch ein hübsches Märchen. Möglich, dass ihr es kennt.
einstmals geschah es, dass alle Leibesglieder gegen den Bauch rebellierten und ihn verklagten, dass er das Essen verschlinge, arbeitslos und müßig, niemals tätig, so wie die anderen Körperteile, sehen, hören, sprechen, denken, gingen, fühlten und sich gegenseitig unterstützten, dem allgemeinen Wohl zum Nutzen dienten. Der Bauch erwiderte mit einer Art von Lächeln, ich kann den Bauch ja lächeln lassen, gab er höhnisch den Gliedern zur Antwort, des Bauches Antwort, das hohe Haupt, das wache Auge, das Herz, der kluge Rat, der Arm, der Krieger, das Bein, das Ross, die Zunge, der Trompeter, die anderen Körperteile, wenn sie nun so klagten, was könnte der Bauch dagegen sagen? Wahr ist's, Freunde, sagt der Bauch, zuerst nehme ich die ganze Nahrung auf, von der ihr alle lebt, und das ist recht, weil ich das Vorratshaus des ganzen Körpers bin. Doch bedenkt, durch euer Blut send ich an das Herz, das Hirn, durch des Körpers Windungen, entfernt der stärkste Nerv, die feinste Ader, von mir den angemessenen Unterhalt, von dem ihr lebt. Dies sagt der Bauch. Doch kann ich Rechnung legen, dass ich von allem etwas wiedergebe, wenn mir nur Unverdauliches bleibt? Dies sagt der Bauch. Das war eine Antwort. Doch wie passt das hier? Roms Senatoren sind der gute Bauch. Und ihr, die empörten Glieder. Was gibt es hier? Ihr kratzt euch, bis ihr einen Ausschlag habt. Von euch bekommen wir doch immer gute Worte. Was verlangt ihr, Runde? Wollt weder Krieg noch Frieden. Jener erschreckt euch und dieser macht euch frech. Wer euch vertraut, findet euch als Hase. Ihr seid Feuerkohlen auf dem Eis. Schnee in der Sonne. Eure Tugend ist es, den zu adeln, der das Verbrechen vertritt, das Recht verfluchen, das ihn schlägt. Wer Größe verdient, teilt von euch nur Hass. Und eure Liebe ist eine kranke Gier, die heftig wünscht, was seinen Schaden nur vermehrt. Wer sich verlässt auf eure Gunst, der schwimmt auf einem bleiernen Floß. Euch Traum! Hängt euch auf. Ein Augenblick, so ändert ihr den Sinn. Und nennt den edel, den ihr eben hasstet, und den schlecht, der euer Abgott war. Dass ihr auf jeden Platz der Stadt euch drängt. Und schreit gegen den Senat. Was wollt ihr? Die Preise machen für das Korn. Was sagen sie? Sie sind beruhigt, sagten sie. Sie hungern? Not bricht das Eisen. Auch Hunde müssen fressen. Das Brot ist für jeden, nicht nur für die Reichen. So macht sie sich mit ihrem Klagen breit. Und was wurde ihnen zugestanden? Und was wurde ihnen zugestanden? Zwei Tribunen, um sie zu vertreten. Aus eigener Wahl. Die eine, Junia Brutus, und die andere, Sicinia. Was weiß ich, Tod und Pest. Martius, Quirius, die Lumpen werden die Stadt abfackeln. Gewinnen sie. Wollen sie noch mehr? Die Volksker sind in Waffen. So werden wir sie am besten los. Sie führt auf Filius. Der macht euch zu schaffen. Wäre ich jemand anderer als ich bin, so wünschte ich eher zu sein. Ihr kämpft miteinander. Er ist ein Löwe. Siehst du in den Krieg?
Halte Wort. Dorthin, ihr Ratten. Die Volske haben Korn. Geworben wird ein Heer, groß ist die Teuerung, das Volk ist in Aufruhr, wohin es auch geht, es trifft euch, drum seht euch vor. Im Feld steht unser Herr. Aufidium! Eilt zu eurem Herr! Lasst uns zurück, um Corioli zu schützen. Ich habe eine Nachricht. Die Römer kommen hierher. Ich verlasse euch. Wenn wir und Caius Martius uns begegnen, so wird der Kampf nicht enden, bis einer fällt! Ich bitte dich, Tochter. Thank you.
mich über seine Abwesenheit, durch die er Ehre erwirbt, mehr freuen, als durch seine Umarmungen im Bett. Aber wäre er nun in der Schlacht geblieben, was dann? Dann wäre mein Sohn mir geblieben. Er reißt auf Videos bei den Haaren nieder. Ich sehe es. Schweig! Blut zieht den Mann. Himmel, schütz meinen Mann. Die Volsker haben ein Herr ausrücken lassen, welchen Cominius, der Feldherr, mit einem Teil der römischen Macht entgangen ist. Mein Gemahl belagert ihre Stadt Coriolan. Sie werden sie erobern, um den Krieg bald zu beenden. Ihr könnt es mir nicht glauben, wie er ihn zerfetzte. Wo stehen die Heere? Kaum 3 Stunden entfernt. Gut. Lass uns schnell handeln, dass wir mit blutigem Schwert abziehen. Um den Freunden im Kampf zu helfen! Da ist auch Videos. Sie kommen aus der Stadt. Thank you.
noch ein Angriff. Oh, ihr Götter Roms, führt sie zum Ruhm und Sieg. Die Mannschaft vor Coriuli brach aus. Und griff Martius an. Sah die unseren fliehen. Wie lange ist's her? Mehr als eine Stunde her. Also nicht zu spät. Komm ich zu spät? Feind ist gut. Wie kamt ihr durch? Wo ist der Feind? Seid ihr Herr der Lage? Wir kämpften mit Verlusten und zogen uns zurück. Ich denke auf Wiedersehen, Jan. Ich bitte euch, stellt mich vor Wiedersehen. Probieren, was geht. Ist der irgendjemand, dem dieses Schminke nicht gefällt? Nein! Der den schlechten Ruf mehr fürchtet als den Tod und schön zu sterben will, anstatt ein schlechtes Leben. Nein! Wer so denkt, der hält die Hand, ruft ja und folgt mir! Ja! Weich ich vor Martius, so hetzt er mich gleich dem Hasen. Ich kämpfte allein in der Stadt Coriolis. Das ist nicht mein Blut. Du kannst mir nichts mehr fett von dir. Jeder spricht nur von ihm, alle wollten ihn sehen.
bitte, zarte Frauen werden rot. Werden rot? Aber klar doch, Buden, Fenster, Bänke sind gefüllt von vielen, alle einig, begierig, nur ihn zu sehen. Welch ein großes Wirrwarr. Als wenn ein fremder Gott sich still in seine Menschenform geschlichen und ihm der Anmutzauber mitgeteilt. In Kürze wird er Konsul sein. Dann ruht unser Amt, solange er herrscht. Er kann nicht von Anfang bis zum Ziel maßvoll diese Würde tragen. Er wird vielmehr verlieren den Gewinn. Ist das ein Trost? Oh, zweifelt nicht. Das Volk, für das wir stehen, vergisst leicht beim kleinsten Anlass diesen neuen Glanz. Und dass er Anlass geben wird, ist gewiss, wie sein Hochmut. Bereden wir das Volk, dass er das Volk stets hasste. Und hätte er die Macht, die ihre Volksvertreter verstummen ließe und ihre Freiheit breche. Ärgert man ihn, und das ist leicht zu machen, wird das Volk wie dürres Gestrüpp durch einen Funken brennen und dieser Rauch schwärzt noch ewig. Nicht zu fassen, wie viele sich um das Konsulamt bewerben. Jedermann glaubt, dass Coriolanus wird. Er ist ein mutiger Mann, aber er ist zu stolz, liebt nicht das Volk. Es hat doch viele Männer gegeben, die dem Volk schmeicheln es doch nicht lieben. Es wird Coriolanus nicht gemacht, ob sie lieben oder hassen. Er liebt ihren Hass mit größerem Alter. Er hat sich um sein Vaterland sehr verdient gemacht. Er aber hat durch seine Verdienste sich in das Herz des Volkes eingepflanzt. Sich in das Herz des Volkes eingepflanzt. Da der Volksgar wegen einem Beschluss gefasst und dir das Herr heimberufen, bleibt noch als Hauptpunkt dieser zweiten Sitzung, dem Helden seinen edlen Dienst zu lohnen, der so für uns sein Vaterland gekämpft erlaubt, Gaius Martius Coriolanus, der jetzt Konsul ist, dankbar für seine Verdienste zu ehren. Volksvertreter! Wir sind hier zum freundlichen Gedankenaustausch. Wir sind nicht abgeneigt, ihn zu unterstützen. Umso lieber täten wir dies, wenn er besser über das Volk dächte. Besser als er es bisher getan. Er liebt euer Volk, doch zwingt ihn nicht, mit ihm ins Bett zu gehen. Schlägen stand im Floh verwarten. Ihr kränkt mich nicht. Volksvertreter, er wagt alles für den Ruhm und will nichts davon hören. Cominius, sprich. Mir fehlt es an Worten. Coriolanus raten angemessen zu verkünden. Genau! Durch sein Beispiel wurden die Feigsten mutig. Genau! Sein Schwert schnitt, wo es fiel. Jawohl! Ja. Er war Vernichtung. Er ruhte nicht, bis wir Stadt und Schlachtfeld unternehmen. Ein würdiger Mann. Er ist der Ehre wert. Mit Freude ernenne ich dich, Curiula, zum Konsul des Senats. Auf die Knie. Jetzt bleibt nur noch, dass du mit dem Volk redest.
Vom Volk musst du reden. Genau. Ich bitte euch, ich kann nicht nackt wohnen. Ich stehe meiner Wunden wegen eurer Stimme nicht. Erlaubt mir, diese Situation umgehen. Beim Volk müsst ihr euch bewerben, Herr. Fügt euch denn Brauch, du musst dich fügen. Volkstribüne, macht den Entschluss bekannt. Ihr seht, wie das Volk werden möchte, wenn ihr es nur merkt. Ein für alle Mal. Wenn er unsere Stimmen verlangt, können wir sie ihm ja gar nicht abschlagen. Wir können, wenn wir wollen. Seht die Wunden. Im Dienste des Vaterlands empfingen sie als eure Brüder flohen. Ich bitte dich, verdirb nicht alles, sprich sie an auf anständige Weise. Ihr wisst den Grund, weshalb ich hier bin. Freunde. Was hat euch denn dazu gebracht? Nicht mein eigener Wunsch. Wie nicht euer eigener Wunsch? Nie war es mein eigener Wunsch. Wenn wir euch etwas geben, dann ist es in der Hoffnung, durch euch zu gewinnen. Gut. Nennt mir den Preis. Freundlich drum zu bitten. Freundlich? Ich bitte. Gönnt mir's. Gut. Ihr sollt sie haben. Ja, mich. Er verlachte uns. Gewiss, er verhöhnte uns. Ihr wart zu blöd, wie es scheint, dies nicht zu sehen. Ihr wart so kindisch und gabt ihm eure Stimme. Also noch ohne Macht war euer Feind. Sprach stets gegen die Freiheit, gegen das Recht. Sprach in uns so, wie man euch riet. Weil in all diesen Körpern, denn nicht ein Herz, habt ihr doch eine Stimme, mit der ihr Weisheit und Vernunft niederschreit? Noch wurde er nicht ernannt. Wir wollen es verhindern. Das nicht herrschen kann und nicht beherrscht sein will. Nennt es nicht Komplott.
Das Volk schreit, ihr verhöhntet es. Neulich, als Korn verteilt wurde, schimpftet ihr sie als Feinde des Adels. Schmeichler, die wie Fähnchen in den Wind hängen. Sehr längst Gaius muss gehen! 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 Beruhigt euch! Nicht allen. Habt ihr denn jetzt die Befehle? Beruhig dich. Man täuscht das Volk. Feinst es. Das hast du nicht verdient. Lasst mich. Wir selbst züchten das Unkraut dieser Rebellion. Frechheit und Aufruhr gegen den Senat. Nichts mehr. Kein Wort mehr. Wie nichts mehr? Hab ich mein Blut fürs Vaterland nicht vergossen? Soll ich mich selbst anklagen? Ihr sprecht vom Volk, als wäret ihr ein Gott. Gesandt zu strafen, doch nicht ein Mensch so schwach wie sie. Gaius muss gehen! 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 Still! Wir sagten dies dem Volk. Was? Sein Zorn? Das ist meine Meinung. Und deine Meinung ist dein Gift. Wir ehrbaren, doch sorglosen Senatoren. Wie gebt ihr ihnen nach, wenn keiner euch aufhört, bringt eure Geduld Gefahr. Gut, zum Marktplatz. Zum Marktplatz? Wie kann das Volk dem seine Stimme geben, der so spricht? Ich gebe euch Gründe. Kaius. Das Korn-Business war nicht mit uns eins. Sie waren in Sicherheit, da wollte keiner in den Kampf. Doch nach dem Krieg war ihre Empörung eine Probe ihres Muts. Als Klage gegen den Senat. Zuwenden wir des Senats verlaut. Lass die Krähen hinein, mit sie auf die Adler hacken. Genug! Nein, nimm noch mehr! Die Doppelherrschaft, wo ein Teil mit Grund verachtet, jene ohne Grund verlockt, wo Macht und Weisheit nichts tun können, ohne jenes Ja und Nein des großen Unverstands. Gaius, bitte! Dies muss verdrängen, was wahrhaftig nötig ist. Hätte man so den Zweck verfolgt, dass nichts dem Zweck gemäß geschieht. Eure Rede verstümmelt das gesunde Urteil. Ihr beraubt den Staat der eine, die er braucht. Die Macht ihm fehlt, das Gute zu tun, weil ihn das Böse daran hindert. Thank you.
wollen nicht mit dem Tod bedrohen. Sie wollen mich mit dem Tod. Sie wollen nicht mit dem Tod. Bedrohen. Sie wollen nicht mit dem Tod. Sie mich wollen sie mit dem Tod bedrohen. Ich wundere, dass meine Mutter mein Tun nicht billigt. Ich bin der Mann, der ich bin. Sohn, du könntest mehr der Mann sein, der du bist, wenn du es weniger zeigst. Du musst zurück. Tut dir das nichts. Reiße die Stadt auseinander. Hör auf den Rat. Ich habe ein Herz, so unbeugsam wie das deine. Doch auch ein Hirn, das meinen Zorn zu meinem Vorteil lenkt. Was muss ich tun? Zu den Tribunen zurückkehren. Und was weiter dann? Bereuen, was sie gesagt hat. Ich kann es nicht. Die Not zwingt dich. Tja. Gut gesagt, Virginia. Bringt es im Krieg, dir Erbe, der zu sein, der du bist, und erst nur damit im Frieden. Wozu drängst du mich? Es ist an dir, mit dem Volk zu reden. Es ist an dir, mit dem Volk zu reden. Nicht, wie es dir dein Herz befiehlt. Genau. Diese Stadt eroberst du durch sanfte Worte. Sind Glück und Freunde in Gefahr, dann bleibt nur die Erde. Und du willst dem Pöbel zeigen, wie du finster dreinschauen kannst. Anstatt einmal zu lächeln, um ihre Unterstützung zu erhalten und so zu sichern, was sonst zugrunde geht. Auf dem Spiel stehe ich, dein Weib, der Adel und der Senat. Olumia, ich bitte dich, geht mit uns, sprecht zu dem Volk und rettet, was schon verloren war. Rettet, was schon verloren war. Ich bitte dich, mein Sohn. Geh du hin, streck deine Hand aus. Tritt so an sie heran, beuge dein Knie. Denn solche Gebärde zeigt mehr, als ein Redner sagen kann. Bestraf dein stolzes Herz. Sei sanft und weiche jedem Druck. Dann sprichst du zu ihnen. Du seist ihr Krieger und willst dich ändern. Einer der ihren sein. Soweit Natur und Kraft dir dafür reichten. Wenn du das tust, sind alle Herzen dein. Lass dir nur diesmal lang. Er muss und will. Lass dich nicht bitten. Sag, ich will und geh. Ihr zwingt mir eine Rolle auf, die ich nicht spielen kann. Wir helfen dir. Wir helfen dir. Wir helfen dir. Wir helfen. Ich will es nicht tun. Wie du willst. Wenn alles in Trümmer geht, solltest du den Stolz der Mutter fühlen, als deinen eigenen Starrsinn fürchten. Den Tod verlange ich. Dein Mut ist mein Mut. Ja, den gab ich dir. Doch dein Stolz gehört ganz dir selbst. Mutter, sei still! Tu, was du willst. Das ist der wichtigste Punkt. Er will allein herrschen. Als Tyrann entschlüpft er da, so treibt ihn mit seinem Volkshass in die Enge. Hier ist er! Habt ihr die Stimme, die wir uns verschafft? Ja! So ruft nun das Volk, und ich sage, so soll es sein, nach dem Recht. Sei es nun Tod, Geldbuß oder Bann, so ruft schnell Tod. Tod, Tod, Tod! Und haben sie einmal angefangen zu schreien? Nicht aufgehört. Der Lärm muss die Strafe, die wir rufen, bringen. Einmal in Zorn sagt er, was ihm auf dem Herzen liegt. Das ist genug, um ihm den Hals zu brechen. Ja. Ewige Götter, gebt Rom den Frieden und den Richterstühlen biederen Männer. Pflanzen uns Liebe und füllt die Tempel mit Frieden und nicht die Straßen mit Krieg. Amen! Amen! Hört mir zu! Ich frage, ob ihr euch dem Urteil des Volkes unterwerft, die Volkstribunen anerkennt
und die Strafe des Gesetzes für die Fehler, die man euch vorwirft, akzeptiert. Ich akzeptiere es. Seht, Bürger, er sagt, er akzeptiert. Bedenkt den Kriegsdienst, den er tat. Seht die Wunden auf seinem Körper. Er spricht nicht wie ein Bürger. Er ist ein Krieger. Wie kommt's, dass ich kaum als Konsul anerkannt, entehrt, die Würde mir genommen? Wir beschuldigen dich. Roms Recht und Verfassung willst du stürzen, tyrannisch die Herrschaft an dich reißen. Und darum stehst du hier, als Volksverräter. Verräter! Still nur mäßig. Dein Versprechen. Ich ein Verräter? Du lügst, Tribun. Und siehst du, der Ton in deinem Auge packt Millionen deiner Brust. Ich sagte dennoch, du lügst. Hört ihr es? Ja! Wir brauchen ihm die Fehler nicht zu verzeihen. Ja. Ihr saht, was er getan. Hört, was er sprach. Ja. Genau. Wie euch verfluchte, eure Diener schlug. Ja. Sich denen widersetzte, die ihn richten sollten. Genau so war's. Er ist ein Hochverräter. Ja. Er verdient den Tod. Den Tod! Den Tod! Den Tod! Ich sage es dir, ich weiß. Ihr. Nein, ich will nichts mehr. Lasst ihr euch rufen. Tod, Tod, Tod! Eure Gnade erkaufe ich nicht. Kein gutes Wort kann mich zählen. Was könntet ihr ihm schenken, dass er für den guten Morgen nicht auch noch woanders bekäme? Weil er, so viel er konnte, aus Hass aufs Volk nach Mitteln suchte, ihm seine Macht raubte und auch jetzt als Feind sich wehrt gegen die Beamten, die das Recht verwalten. Als Tribun im Namen des Volkes verbannen wir dich aus unserer Stadt. Bei Todesstrafe betrete nie wieder Rom. Im Namen des Volkes. So soll's sein! So soll's sein! Fort mit ihm! Fort mit ihm! Lasst mich sprechen. Da gibt's nichts zu sagen. Er ist verbannt als Feind des Volkes und des Vaterlands. So soll's sein! So soll's sein! So soll's sein! Ihr Hunde! Pestet mir die Luft wie totes Gras. Ich verbanne euch! Ich verachte euch und diese Stadt. Auch noch woanders gibt's in der Welt. Dein Sohn übertrifft noch immer alle anderen. Wo willst du hin? Ihr werdet von mir hören. Ich wollte, ich könnte folgen. Kommt. Deine Hand. Nichts in bitterem Hass. Und Feinde, die verhasst nicht schlafen konnten, geben ihren Plan, sich gegenseitig umzubringen, auf durch einen Zufall. Ich
Wort. Liebe hier die Stadt der Feinde. Hinein! Schlägst du mich, Söder, rechts? Lässt du mich im Leben? So diene ich seinem Land. Was will der hier? Wo kommt der her? Scher mich fort! Was ist das für ein Mensch? Wer seid ihr? Ein Mann von Stande. Ein Mann von Stande? Hier ist kein Platz für euch. Ich sage es euch nochmal, schert euch fort! Wo wohnst du? Unter dem Himmel. Ja. Und wo soll das sein? In der Stadt der Geier und Krähen. Und was hast du mit meinem Herrn zu schaffen, hä? Verpiss dich. Woher kommst du? Was willst du? Dein Name? Wenn du auf vieles mich nicht erkennst. Wie ist dein Name? Es ist ein schöner Name. Schneidend für der Volskerohr. Und mit rauem Klang für dich. Wie ist dein Name? Mein Name ist Gaius Martius, der dich selbst schwer verletzte. Das Blut vergossen für das undankbare Rom. Die Grausamkeit des Volks, ihr Neid gestattet von dem feigen Adel. Dieser Verrat bringt mich zu dir, ohne Hoffnung, dass du mich verstehst. Doch wenn ich den Tod, so miete ich dich. Nein, Hass bringt mich hierher. Und wenn du wütend bist und Rom bestrafen willst, dann nützt dir mein Elend. Meine Rache wird dein größter Nutzen. Denn ich bekämpfe mein Land mit aller Wut. Du glaubst mir nicht. Ich bin des Lebens überdrüssig. Ich bitte meine Gurken. Schneidest du nicht durch, so bist du ein Narr. Martius. Oh, Martius. Deine Worte. Sie haben den alten Neid mir aus der Brust gerissen. Martius, lass dich umarmen. Und ihr zerbrach mein Speer wohl 100 Mal. Dich hier zu sehen, lässt mein Herz vor Freude springen. Ich sage dir, es steht ein Herr bereit für den Krieg. Zwölfmal hast du mich zusammengeschlagen. Seither träumte ich jede Nacht vom Kampf zwischen mir und dir. Wir beide lagen in meinem Traum am Boden, packen uns an der Kehle. Halb tot vom Nichts erwachte ich. Martius, ich biete dir ein Meer. Ich biete dir ein Heer, um Krieg ins Herz des undankbaren Roms zu tragen. Komm, tritt ein. Gott
Götter seid gepriesen. Willst du nun selbst ein Einarrecher sein? So übernimm du die Hälfte meiner Macht. Regiere du so, wie es dir gefällt. Du kennst am besten des Landes Kraft und Schwäche. Dein Weg ist's anzuklopfen an die Tore Roms. Doch trittst du ein und bist willkommen, und es ist dein Wunsch, so ist es mir auch willkommen. Du bist mehr mein Freund als je mein Feind gewesen. Und Martius, das ist viel. Komm, gib mir deine Hand. Volksgeheer bricht ein. Wir verwüsten das römische Land. Das ist Aufinius. Es kann nicht sein. Die Volksgeheer wagen nicht den Bruch. Es kann sein. Sprech nicht so. Es ist unmöglich. Es ist möglich. In größter Eil versammelt sich der Senat auf dem Kapitol. Die Nachricht ist bestätigt. Es ist weit schlimmer, als wir dachten. Weit schlimmer? Martius Rache schwörend hat sich mit Aufinius verbündet. Und führt das Heer nach Rom. Die Nachricht ist nur ausgestreut. Das ist der Trick. Niemals können er und Aufinius sich einigen. Verbrennt eure Tempel! Und verkriecht euch in ein Mäuseloch! Martius führt sie! Und sie folgen ihm hierher! So ist es wahr? Wir werden sterben. Überzeugt das Volk, dass er in allem redlich handelt und gut, dass er der Volksgab führt. Er kämpft gleich einem Drachen und siegt, sobald er das Schwert zieht. Herr, glaubt mir, er bezwingt Rom? Ihm ergeben ist Adel Roms. Schnell wird das Volk nach ihm rufen. Ich glaube, Rom folgt ihm. Ein braver Diener war ihnen. Doch konnte er dies nicht mit Würde tragen. Man hasst ihn. Man fürchtet ihn.
Man verbannt ihn. Nagel treibt den Nagel, Brand den Brand, durch Recht wird Recht verkannt. Kommt, lasst uns gehen. Ist Gaius und Ruhm erst deins, dann bist der Amtse du bald mein. Verzeihung und versuchte ich sein Mitleid zu erwecken. Verhöhnt uns in unserem Elend nicht. Ich bitte euch, geht zu ihm. Versucht, was eure Liebe über Martius bewirken kann. Was soll es, was soll es nutzen? Rom hofft auf euer guten Willen. Ich will es versuchen. Fort. Zurück. Ja, aber... Was gibt's? Ich beschwöre dich nun, Rom und deinen Landsleuten zu verzeihen. Verzeihung kann nur von den Volskern kommen. Nicht lieber euren Undank vergessen. Kein Wort mehr, Venenia. Du bleibst dir immer gleich. Morgen ziehen wir mit unserem Heer vor Rom. Hast du dein Ohr verstopft? Rom fleht ein Flüstern von Freuden durch ganz Vertrauen. Venenia, Jimmy, stellt bei eurer letzte Zuflucht. Martius, mein Mann. Nein, ich sehe nichts mehr, meine Augen, nein! Der Schmerz, der uns verwandelt hat, lässt dich so denken. Mit Rom will ich nicht verhandeln. Wir wünschen das, was du schon abschlugst. Nun, eure Bitte. Dein Anblick, der mit Freudentränen unsere Augen füllen soll, der füllt sie mit Leid, gequält von Furcht und Sorge, da wir, Mutter und Frau, es sehen müssen, wie mein Sohn, ihr Gemahl, so grausam wütet. Uns trifft am härtesten deine Wut, das Vaterland oder du gehst unter. Ich will das nicht erwarten müssen. Wenn ich traurig bin, will ich mich den Frauen anschauen. Nein, so geh nicht fort. Unsere Bitte ist es nicht, durch den Untergang der Volsker die Römer zu retten. Nein, wir bitten, dass du sie beide versöhnst. Doch deine letzte Tat löscht alles aus.
Wir kehren heim nach Rom und sterben mit dem Unsern. Wir sind entlassen? Dann sag doch etwas. Sieh, die Himmel öffnen sich. Die Götter schauen herab und lachen. Mutter, für Rom hast du glücklich den Sieg gewonnen. Deinen Sohn hast du bezwungen. Aufidius, ich kann den Krieg nicht weiterführen. Sprich, Aufidius, wärst du an meiner Stelle, hättest du deiner Mutter weniger zugehört. Ich bin bewegt. Was für Bedingungen stellst du mir? Ich gehe nicht mehr, ich kehre um. Ich bitte euch. Froh bin ich, dass dein Mitleid, deine Ehre dich so entzweit. Verbannt kam er zu mir. Ich nahm ihn auf. Er nahm die besten Leute aus meinem Heer. Am Ende war ich sein Diener. Sein Beifall war mir der Lohn. Als Rom sein war und wir nicht weniger Rom als Beute waren. Das sind Tränen so billig wie Lügen. Wie konnte er das verkaufen? Beucht. Ehe er sprechen kann, um das Volk umzustimmen. Sprecht nicht mehr. Ihr seid daheim gekommen. Lasst ihr das bedächtig durch? Wir taten es. Unseren Vorteil im Krieg wegzuschenken, uns zu bezahlen, statt für uns zu erobern, den Vergleich zu schließen, das ist unverzeihlich. Heimkehr ich. Stets folgt mit eurem Willen. Führt euren Krieg bis vor die Tore Roms. Wir bringen Beute heim, die die Kosten dieses Kriegs überwiegt. Wir machen Frieden als Schmach für Rom und überliefern hier, von Roms Konsul unterschrieben, euch den Vergleich. Sagt dem Verräter, dass eure Macht missbraucht wird. Verräter? Ihr Herrn und Häupter dieses Staates, er verriet eure Sache und verschenkte Rom an seine Frau und Mutter. Lügner! Bestraft diesen Hund. Hört mich an. Reißt mich in Stücke, ihr Volsker. Falscher Hund. Ich jagte die Wolfgang Curioli. Ich tat es! Lasst euch an eure Schmach erinnern. Er tötete meinen Bruder, meine Schwester. Oder Leid über uns gebracht, so sei ihm doch ehrenvoll gedacht. Ich halte ihn.